Au. Das ist gar nicht mal so, du mal aus dem Weg, du Nerd. Uiuiui. Ach, ich bin leer, scheiße. Hinter dir lag auf jeden Fall Pistolenmunition. Ich treffe den nicht richtig. Habe ich denn noch eine Granate mit? Habe ich. Ich bin blind. Ach, jetzt ist er tot. Ach, guck mal. Lässt doch irgendwas liegen, eine Karte. Schlüsselkarte. Nehmen wir doch gleich mal mit. Können wir gebrauchen. So, was haben wir hier? Pistolenmunition, Maschinengewehr, Schrotgewehr, Gewehr. Hier liegt mir hier viel zu. Jetzt waren wir aber gar nicht in dem Raum da in der Mitte. Ja. So, gehen wir da mal hin. Ich glaube, da gibt es noch was Leckeres. Dass die hier auch nie Hunger haben, ne? Schränke auf jeden Fall und ein Kraut. Kraut? Gehe ich mal zu den Schränken. Da ist schon wieder nichts drin. Warum kriege ich immer nur die Spinde, in der nichts drin ist? Das ist unfair. Oh, ein Kelch. Kelch. Warte mal noch. Nischt. Das war's ansonsten hier, ne? Ja. Na, immerhin ein bisschen Geld. Bisschen. Müssen wir da zu zweit? Ne, müssen wir nicht. Da ist niemand. Coolio. Was haben wir hier? Dokumente. Spencers Notizbuch. Ich habe soeben erfahren, dass Raccoon City ausgelöscht wurde. Die Amerikaner haben doch noch eingegriffen. Ich hoffe, Ihnen ist die Ironie nicht entgangen, dass Sie mit der Militärmaschinerie, mit der Sie vor ausländischen Angreifern schützen wollten, Ihre eigenen Leute getötet haben. Die Bedrohung durch das T-Virus war zwar durchaus real, aber ich bezweifle, dass die Amerikaner ihrer Regierung den Tod von über 100.000 eigenen Bürgern verzeihen werden. Wenn die Wahrheit je ans Tageslicht kommt, wird der Rückhalt für die Regierung schlagartig ins Bodenlose sinken. Ich glaube nicht, dass sie das will. Sie werden wie die Teufel hinter Umbrella her sein. Sie werden Umbrella für die Auslöschung von Raccoon City verantwortlich machen, um ihre eigenen dummen Fehler zu kaschieren. Vielleicht wird Umbrella das Schicksal der Stadt teilen, aber wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß. Umbrella war nichts weiter als ein Werkzeug bei der Erforschung des Progenitor-Virus und die wird auch so weitergeführt werden. Umbrellas Niedergang wird nur den niederen Angestellten wehtun. Da sieht man es mal wieder, immer nur die Kleinen. Solange das Geheimnis um das Progenitor-Virus gut geschützt ist, kann ich jederzeit von neuem anfangen. Ich habe bereits Vorkehrungen getroffen. Die Forschungseinrichtung in Afrika bleibt geheim, denn schließlich wird dort endlich seit Ende der 80er Jahre das Progenitor-Virus produziert. Es ist unseren strengen Richtlinien zur Regulierung des Informationsflusses zu verdanken, dass nur eine Handvoll Leute im Unternehmen von der Existenz der Einrichtung in Afrika wissen. Von dem dort tätigen Personal wurde nur ein Minimum an andere Standorte versetzt und diese Leute wurden stets streng überwacht. Direktor Bailey war fast 30 Jahre lang an das Labor gebunden und selbst das geschah nur mit diesem Tag als Ziel vor Augen. Jetzt muss nur noch diese Einrichtung geschlossen werden, dann verläuft alles nach Plan. Sobald das Labor verschwunden ist, werden auch alle Verbindungen zur Umbrella verschwunden sein. Dann muss ich mich nur noch um die Geheimnisträger der Stufe 10 kümmern, denn das sind die einzigen Mitarbeiter, die von der Existenz des afrikanischen Labors wussten. Alle anderen Mitwisser richten keinen Schaden mehr an. Meine Geheimnisse sind sicher, und wenn man einen Schatz vergräbt, sollte man keine Karte zurücklassen. Ein Ausdruck im Notizbuch. Personal mit Zugang zu Firmengeheimnissen. Wen haben wir denn da? Oswell S. ist bereits verstorben. Henning P. Henning ist im Gefängnis. Masaki T. ist verstorben. Jenny K. Aufenthaltsort unbekannt. Carlos M. gefunden. Informationen erhalten. Eliminiert. Boah. Also von Stufe 9 sind sie alle tot. Und das war's. Ich will mal hier gerade was untersuchen. Ich kann die Steuerung nicht übernehmen. Was? Sie muss gesperrt sein, steht hier. Die automatische Navigation ist aktiviert. Ich kann die Steuerung nicht übernehmen. Hier war da noch ein Zettel. Bericht zum Projekt W. 28. August 1998. Soll ich lesen? Ja, nur zu. Dein Video. Es wurde bestätigt, dass der Zwischenfall im
Oh Mann, jetzt kommen hier wieder so komische Wörter. Arklay Labor in Raccoon City auf die Beteiligung des Projekt W, Testobjektes Nummer 013, im Folgenden als Albert bezeichnet, zurückzuführen ist. Aufgrund seines Todes können keine weiteren Informationen gesammelt werden. Alberts Tod wurde von der Informationsabteilung bestätigt. Mit dem Tod Alberts ist die Erfolgsquote von Projekt W auf 18% gefallen. Das Kontingent qualifizierter Individuen für das Projekt hat sich drastisch verkleinert. Dieses Problem stellt eine Bedrohung für den Fortschritt des Projekts dar und muss dringend gelöst werden. Da keine Liste mit qualifizierten Individuen als Ersatz für die Verluste existiert, ist es ratsam, mit der Wahl von Individuen aus dem Bestand durchgefallener Kandidaten zu beginnen. Anschließend können Anpassungen vorgenommen werden, um bis zu 93% des Kontingents vor Alberts Tod wiederherzustellen. Umbrella Informationsabteilung Alex W. Punkt. Alex W., ich glaube, warte mal. Ich klicke mich hier nochmal durch. Ich glaube, der stand hier irgendwo mit dabei. Nö, hat er nicht. Gut, wir können hier weiter. Ja. Brückenschlüsselkarte wurde benutzt. Öffnen. So, ich wechsle mal wieder auf die Schrotflinte. Nichts los hier. Eine Treppe hoch. Ist hier jemand? Brücke sieht ziemlich leer aus. Aha. Pistolenmunition. Zu deiner Rechten. Ja, ich bin hier noch ein bisschen. Das Geschlängel da draußen vor dem Fenster macht mir ein bisschen Angst. Ja, das sieht mir ziemlich gefährlich aus. Da will ich nicht hin. Hier haben wir eine Tür. Wir sind ausgesperrt. Das ist ein Sicherheitsmechanismus im Notfallmodus. Jetzt haben wir hier noch ein rotes Kraut. Das nehme ich mal mit. Die Steuerung cool, scheint zu funktionieren, aber ich kann sie nicht benutzen. Was kannst du überhaupt? Frau. Arcade-Maschinen. Pac-Man! Oh, warte mal. Ich wollte gerade sagen, da liegt doch was. Was habe ich? Du hast Maschinengewehrmunition mitgenommen. Ja. Schrotgewehrmunition? Ist auch mein gutes Recht. Untersuchen. Gesperrt. Ich kann die Steuerung nicht übernehmen. Gesperrt. Ich kann die Steuerung nicht übernehmen. Oh, da hängt ein Zettel. Betriebshandbuch für den Satellitenlaser Shango. Was ist denn ein Shango? Ich habe keinen Plan, aber Satellitenlaser hört sich cool an. Das Shango hört sich nach irgendwas zum Trinken an mit Mango irgendwie. Das ist... So, der Satellitenlaser Shango oder Shango wird über ein Laser-Zielgerät LZG mit dem Aussehen eines Raketenwerfers bedient, das die Zielkoordinaten an den Satelliten sendet. Anschließend kann der Satellit einen stark gebündelten Laserstrahl zentimetergenau auf das Ziel abschießen. Ich glaube, das brauchen wir. Einsatz. Erstens, richten Sie das LZG auf das Ziel, um die Koordinaten an den Satelliten zu übermitteln. Nach der Bestimmung des Ziels werden die Koordinaten übermittelt. Während der Übertragung wird der Zielring auf dem Radar rot angezeigt. Hinweis: Bemerkt die künstliche Intelligenz des Zielsensors, dass das Ziel vom Radar nicht mehr erfasst wird, so wird die Übermittlung der Koordinaten abgebrochen. Drittens, wenn die Mitteilung anvisiert, das ist groß geschrieben, auf dem Radar erscheint, wurde die Übermittlung abgeschlossen. Mit der Betätigung des Abzugs wird nun der Laser aktiviert. Viertens, der Laser benötigt Zeit zum Nachladen, bevor er erneut abgefeuert werden kann. Maybe we can use it to destroy that thing. The targeting device should be on the roof. Hurry, we don't have time to waste. Schrei doch nicht so rum. Und warum? Ich hab das gar nicht weggedrückt. Schließen. Okay, da kam nichts mehr. Könnte damit zusammenhängen, dass ich es zeitgleich auch gelesen habe. Achso. Steht neben mir und schreit voll an. Los! Wir müssen los! Da ist eine Tür für zwei. Dora for two. Oh Gott. Ich meine, okay, es könnte sein, dass durch das ganze Geballer plötzlich ein Hörsturz entstanden ist, aber... Das ist möglich. So, was haben wir denn hier? Zwei Kistchen. Kisten. Ich
habe überhaupt keine Lust, das große Vieh zu bekämpfen. Können wir nicht einfach nach Hause gehen? Mehr Munition, Brandgranate. Hier ist eine Tür. There's a door. You can open it. There's a door. Oh. Oh. Na gut, das können wir ja mit dieser Lasergeschichte da machen. Ne? So. Das stimmt bestimmt voll. Hm. Und darauf schießen wir. Ich guck mal, ob ich auf die Schnelle dieses Dings finde. Ja, hab's gefunden. Schön. Uff. Kletter mal hier auf. Der ich komm mal mit. Was ist das für Musik? Kann ich nicht zielen. Oh, das war eng. Oh, ich wollte eigentlich gerade nur was aufheben und habe dann genau in dem Moment Ducken gedrückt. Na, halt doch still. Anvisiert. Feuer. Warum feuert er nicht? Ducken. Oh, falscher Knopf. Oh. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Meinst du, es macht Sinn, da drauf zu schießen? Mit dem kleinen Pistolen? Aha! Bam! Wow! Holy! Es lädt. Yeah, ich hänge! Was ist das denn hier? Kombinieren. Nicht kombinieren. Benutzen. Achso, jetzt muss. Ich musste das hinlegen. Nimm's wieder mit. Ach! Da liegt ein grünes Kraut. Ich hab keinen Platz. Okay. Dann visiere ich das andere Ding mal an. Anvisiert! Bam! So, ich glaube. Teilweise geschafft. Ob man wohl darauf schießen muss? Springen wir nach unten. Vielleicht hilft's ja. Versuch einfach mal immer in Bewegung zu bleiben. Es hat fertig geladen. Feuer! Solange du mich nicht damit triffst. Ich glaube, das funktioniert nicht. Es gibt noch mehr von den Teilen. Das ist wie so eine Hydra, ey. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt einfach hier rumstehen oder was? Versuchen auszuweichen. Dauert seine Zeit bis. Was macht das da oben? Das leuchtet so komisch. So. Das Ding ist bereit. Was hat das getan? Was? Da unten, warum? Wo das draufgefallen ist, da stand ich. Aber da kann man ja überhaupt nicht mehr ausweichen. Ja doch, du musst halt die Leiter hochklettern. Ach so. Ach, das ist doch kacke. Ich konnte jetzt nicht daraus irgendwie herausfinden. Nee, ich auch nicht. Wo der genau da jetzt trifft. Naja, also ich wäre soweit fertig. Willst du von deinen Grünkräutern eins mit dem roten kombinieren? Ich gebe dir einfach eins von meinen Grünkräutern. Kann ich dir das geben? Ja, oder so rum. Das ist wurscht. So. Ja gut, dann versuchen wir das Ganze nochmal, ne? Ja. Daran denken, hoffe, wenn das Ding rot leuchtet, muss man nach oben. So, Gewehrmunition, noch eine Brandgranate. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, da auf das Ding zu schießen. Ich glaube nicht. Erstmal... Ding holen. Ding ich gehe schon mal nach oben. Ja, mach das mal. Das LZG. Ducken! Oh, bin so ausgewichen. Cool. Ui. Brandgranaten. Einen hätten wir.